Verschwinde! 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 Nein! Ich hab keinen Bock, dass die mir irgendwas hier reinreißen. Boah, diese ätzenden Creeper, die sind so ätzend geworden, dass die richtig ätzend geworden sind, diese ätzenden Creeper. Auf jeden Fall. Früher, was wollte ich erzählen? Ach ja, Raubkopien, pipapo. Und, dann war es so. Ich hatte ja damals schon auch einen Bekanntenkreis. Ne? Ich kannte Menschen, andere. Das trägt sich meistens im Leben so mit sich. Und dadurch hat es sich irgendwie ergeben, einer im Bekanntenkreis war auch Polizist. So, mit dem habe ich damals nämlich auch dann Spiele getauscht und so. Und das war irgendwie, für mich war das schräg damals, weil ich hatte ja eigentlich vor Polizei kriegt mir eingebläut, sind Respektspersonen, die müssen auch immer so ganz ernst auftreten. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch ist vielleicht sogar Polizist. Und da muss man auf jeden Fall immer so auftreten, dass das Gegenüber Respekt vor einem hat und gar nicht erst denkt, man kann da irgendwie Dönikens machen. Aber die Wahrheit ist nämlich bei Polizisten, das ist ein Geheimnis, das zieht sich durchs ganze Leben. Polizisten sind auch nur Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind richtige Menschen, die auch Privatleben haben, die gerne grillen, die mal gerne feiern, die mal gerne einen heben, also ein Gewicht zum Beispiel, oder alle möglichen Dinge. Ne, das muss man sich mal geben, das ist nicht nur bei Lehrern so, auch für die Jüngeren, eure Lehrer, das ist nicht nur bei Polizisten so, auch für die Jüngeren, bei den Lehrern ist es zum Beispiel genauso, eure Lehrer sind auch nur Menschen, wenn die schlechte Laune haben, überlegt mal, wie ihr euch benehmt, wenn ihr schlechte Laune habt, und jetzt lasst das mal nicht den Lehrern an. Es gibt natürlich ein paar Flachpfeifen darunter, das muss man natürlich auch sagen, hat man immer gehabt, hatte ich auch selber, und man kann nicht sagen, muss ich mal ganz kurz erzählen, ich hatte mal Religionsunterricht beim Pastor. Und dann, ich weiß ja nicht, habe ich das schon mal erzählt, kommt mir bekannt vor, erzähle ich wahrscheinlich jedem. Und da hatten wir Religionsunterricht beim Pastor und das war wahnsinnig spannend, mit dem zu diskutieren, auch über Religion und sowas, also vor allen Dingen über Religion, weil das war ja das Fach. Und, eins, zwei, drei, und da war das so, dass ich mal, also ich habe mit ihm dann halt auch so angeregt diskutiert über Wiedergeburt, über andere Religionen, der war da relativ offen, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Moment, ich mach einfach mal ganz kurz so. Und, bei dem hatte ich eine 1. Muss ich einfach mal sagen, ich hatte eine 1 in Religion. Jawohl. Das mag jetzt erschreckend kommen für einige, die sagen, was, du lässt doch immer so über die. Ich lässt da überhaupt nicht. Scheiße. Gott verdammt! Nee, ich lässt überhaupt nicht über Religion, sondern ich, also über Glauben lästere ich nicht so rum. Ich lästere eher vielleicht ein bisschen über die Gebaren einzelner Religionsanhänger oder damaliger, ich sag mal, Fundamentalisten. Gibt's ja auch bei den Christen. Ne, muss man mal sagen. Und damals hatte ich halt in Religion eine 1. Und hinterher, da jetzt komme ich auf den Punkt, hinterher haben wir eine andere Lehrerin bekommen. Das war so eine, ich kann mal sagen, das war damals so eine Emanzenkampf-Lesbe. Kann man sagen, ja, kann man sagen. Die war scheiße. Das muss man sich auch mal gefallen lassen. Die war wirklich, also die hat sich benommen wie scheiße, deswegen war sie auch scheiße. Sie war auch scheiße gegenüber uns, hat uns scheiße behandelt immer und deswegen kann ich sagen, sie war scheiße. So, ich möchte das jetzt natürlich nicht allzu sehr ausführen. Oh, ich fürchte, wir werden den Alpha-Baum später wegmachen müssen. Oder ich mache das anders. Ich mache das, glaube ich, anders. Was mache ich denn da? Ach, ich mache es anders, habe ich ja vergessen. So, auf jeden Fall, und bei dieser, also die und diese, erstens habe ich verloren, weil ich war ja ein Kerl, ne? Ich bin, also als Junge hast du natürlich bei der Stunde direkt verloren. Und dadurch, dass ich auch noch meine eigene Meinung mitbringe, und ich war schon immer etwas stur, was meine Meinung angeht, oder zumindest ich lasse mich gerne überzeugen, aber halt nur mit Fakten. Warte. Und ich habe die lästige Angewohnheit, ich hinterfrage auch gern mal anderer Leute Meinungen. Und das kommt nicht bei allen gut an, glaube ich. Vor allen Dingen nicht bei Emanzen-Lesben-Religionslehrerinnen. So, die war davon also nicht so angetan. Und ergo bin ich dann, und das darf man eigentlich gar nicht, habe ich erst im Nachhinein mitbekommen. Damals wusste ich es noch nicht. Da bin ich dann quasi von einer 1 im Religionsunterricht beim Pastor auf eine 5 runtergestuft worden. Zack. Von 1 auf 5. Vom Pastor zur Lesbe. Ne, also hier, Lesben sind nicht immer eine schöne Vorstellung. Meine jüngeren Freunde hier.
Ja, das war auf jeden Fall scheiße, deswegen kann mir auch niemand erzählen, es wird immer so gern gesagt, gerade von Älteren wird das gerne gesagt, dass Noten in der Schule natürlich nicht von den Lehrern abhängig sind. Natürlich sind die das, die Lehrer benoten einen ja schließlich auch. Und dementsprechend kann es dann auch in die Hose gehen, wenn zum Beispiel man schlecht geschissen hat, wenn ein Lehrer schlecht geschissen hat, ist der Tag auch schon im Arsch. Und wir hatten mal einen Lehrer, der war früher mal ganz extrem, also der soll mal ganz extrem gewesen sein, hatte dann so irgendwie so ein Herzkasper, weil er sich immer zu sehr aufgeregt hat bei den Schülern. Und der hat uns schon von vornherein gesagt, es wäre unmöglich überhaupt bei ihnen einzukriegen, weil da müsste man besser sein als er im Unterricht. Und das ist natürlich das Richtige, wie man an Schüler rangeht. Weißt du, er, gelernter BWLer, schon seit 50.000 Jahren im Job und sagt das zu seinen Schülern, die in der Schule ja was lernen sollen. Das war der richtige Aufhänger dafür. Und aber der meinte auch, der hat mir immer eingebläut, aus mir wird sowieso nichts. Da mag er recht gehabt haben. Mag er nicht. Der mag nicht recht gehabt haben. Nee, hat er nicht. Ich hab den ja später nochmal irgendwann... Nee, den habe ich ja nicht besucht. Ich habe da jemanden an der Schule besucht und dann wollte er wissen, ob ich denn Arbeit habe. Dann konnte er nicht glauben, dass ich selbstständig war. Gut, ich war selbstständig, weil ich ein halbes Jahr lang keine Arbeit hatte. Das musste ich ihm aber nicht erzählen. Was mache ich denn hier überhaupt? Ey, das musste er nicht wissen, aber ich habe natürlich gesagt, Geschäfte brummen. Die haben damals natürlich eher leise geflüstert, aber das braucht den Typen ja nicht zu interessieren. So, aber zum Glück ist ja noch was draus geworden. Und ganz ehrlich, es ist scheißegal. Ich mache ja gerade wieder so eine Aufbausession, ne? Also hier so Mentality Coach. IMakeYouSexy.com. So hieß die Scheißseite. I make you sexy, Alter. Du kannst doch nicht ernsthaft da sitzen. So mit Mietkartoffel sitzt da, weißt du? Und denkt sich, Alter, meine Webseite nenne ich I make you sexy. Weil die kommt total funky, fresh rüber. Ihr groovy Kids. Alter, wer geht denn da drauf und glaubt das? Ich muss mal irgendeine Seite mit Lifestyle in der Domain. Muss ich mal registrieren. Funky Bitch ist schon wieder... Obwohl, Bitch kannst du ja heute sagen. Mädchen reden sich heute in der Höflichkeitsform mit Bitch an. Würdest du mir bitte das Salz reichen, Bitch? Weißt du, das ist heute so eine Höflichkeitsfloskel. Früher hieß das mal Nutte und heute heißt das meine Liebe, sozusagen. Ach, Bitch, das Wetter ist wieder schön. Kannst du auch mal im Damenkränzchen probieren? Die freuen sich. Jo, Bitches, ich hab Gebäck mitgebracht. So, das funktioniert auf jeden Fall super. Ihr crazy Bitches da draußen. Da heißt ja Weltfrieden, haben wir schon festgestellt. Was wollte ich denn jetzt da oben eigentlich machen? Ich hab's mal wieder vergessen. Wie über meine ganze Bitchiness und über die ganzen Lehrer gequatsche. Nee, auf jeden Fall, ich wollte nur ganz kurz sagen, Lehrer sind auch nur Menschen. Und natürlich muss man Respekt auch vor Lehrern haben. Generell vor Vorgesetzten muss man Respekt haben oder vor Amtspersonen wie Polizisten oder sonst irgendwas. Aber es sind halt trotzdem Menschen, man kann ihnen auch auf eine menschliche Ebene begegnen. Ich hatte zum Beispiel mal unser alter Klassenlehrer. Ach, das waren Zeiten damals. Den habe ich irgendwann angefangen, privat zu duzen. In der Schule natürlich nicht so öffentlich, aber wenn man sich so auf dem Flur getroffen hat oder auch so. Wir haben übrigens auch Spiele getauscht. Und den habe ich irgendwann angefangen zu duzen. Und das war super. Der war auch super nett, war super fair, muss man sagen. Der hat mich nicht bevorzugt oder so. Zumindest kam es mir nicht so vor. So, während ich quatsche, sammle ich jetzt mal Kakaobohnen, oder? Weil ich so viel quatsche. Bringe ich mal ein paar Steine zurück. Und das ging auf jeden Fall gut. Ja, und seitdem hatte ich auch sehr viel mehr Spaß an der Schule. Seitdem ich einfach... Ja, ich habe schon den Stoff ernst genommen, muss man sagen. Aber wenn man sich ein bisschen mehr beteiligt... Das hört sich jetzt doof an, ne? Hört sich wirklich doof an, aber wenn man sich mehr beteiligt und wenn man auch sich mit den Leuten gut versteht, auch mit den Lehrern halt, dann hat man viel mehr Bock auf die Schule und viel mehr Bock einfach hinzugehen und das durchzuziehen. Da kann ich auch noch Geschichten erzählen, aber die gehen, glaube ich, zu sehr ins Private bisher, die wahrscheinlich in Minecraft-Folge 1300. Da bin ich dann so weit, dass ich dann auch noch anfange, davon zu erzählen. So, jetzt habt ihr euren Seelenfrieden übrigens mit der Seite. Und was wollte ich noch sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, das ist natürlich richtig. Habe ich noch Cobble-Slaps dabei? Nee. Ach, ich wollte ja hier ein paar Dinger wegbringen, ne? Richtig. So, pass auf. Alle brauchen wir ja eh nicht. Ach, hier ist natürlich auch Gravel drin. So, den hole ich dir mal gerade drüben aus der Kiste. Ja, auf jeden Fall, so ist das nämlich.
ihr Motherfucker. Ist ja auch so eine Höflichkeitsformel jetzt. Ich versuche ja jetzt auch, das Let's Play jugendlicher zu gestalten. Deswegen Bitches, Motherfucker, Hardcore-Style. Kommt authentisch rüber ein bisschen, ne? So, es wird, glaube ich, wieder dunkel, bevor ich jetzt... Was wollte ich denn machen? Ach, ich wollte Kakao ernten. Alter, ich bin so durch heute. Das gibt's gar nicht. Aber das liegt auch daran, weil die letzte Woche so... so crazy war, weißt du? Die war so crazy einfach. Ey, Diggen, was da abging. Ey, das war der hotte Shit. Jo. Nee, Alter, ich kann das nicht. Das, so kann ich nicht reden. War auf jeden Fall kranke Scheiße. So. Das war dann echt von Termin zu Termin gehüpft und wir waren so super fertig, auch am Freitag im Livestream. Wir waren so müde, das kann man gar nicht sagen. Wir hatten auch irgendwie... wir waren nicht sonderlich motiviert und haben uns dann irgendwie motiviert mit irgendwelchen lustigen Chaka-Sprüchen. Ich wollte Kakao ernten. Alter. Ey, ich bin zu nichts zu gebrauchen. In Klammern momentan natürlich. Hat schon meine alte Mutter immer zu mir gesagt. Junge, wenn du zu was zu gebrauchen bist, dann zu nichts. So. Ja, und seitdem mache ich nichts, weil ich das am besten kann. Außer natürlich rumharzen und Let's Plays aufnehmen. Habe ich mir übrigens vorgenommen, ich will gar nicht mehr so auf diese komischen... Habe ich mir schon mal vorgenommen, man tut es dann trotzdem ab und zu wieder, auf diese komischen Kommentare eingehen. Das Geilste ist dann noch, wo dann Leute sagen, du hast gar keinen... Ey, du hast gar keinen Job, gar kein Leben, pipapo. Und die raffen das aber eh nicht und das ist ja einfach nur... Auch für andere Let's Player, ne, wenn ihr da Leute habt, die sagen, du bist scheiße, du machst das, du bist ein Lowlifer, pipapo. Lasst euch das nicht einreden oder glaubt denen kein Wort, die sagen das nur, weil sie keine andere Angriffsfläche haben. Und insofern, das ist eigentlich nur, naja, eigentlich nur traurig. Da sitzt halt einer, musst du dir ja vorstellen, sitzt halt so ein Pillermann, so ein kleiner vorm Rechner. Weißt du, hat sonst nichts zu tun, so ein Pimmock und der... Ja, der schreibt dann mal anderen Leuten irgendeine Scheiße rein. Da musste er Mitleid haben, als sich davon provozieren zu lassen. Ich habe das gestern mitgekriegt in so einem Chat von so einem Game, in das ich gerade nebenbei so ein bisschen zocke. Da war auch einer am Rumtrollen und einer ist da voll drauf eingestiegen. Und dann war auf einmal der ganze Chat voll im Arsch. Also wenn auch in den Kommentaren jemand trollt, scheißt doch auf den, ganz ehrlich. Lasst euch von so einen Leuten bloß nicht die Laune verderben. So, von mir übrigens auch nicht. Ich wollte jetzt gar nicht, ja, wie gesagt, ich wollte gar nicht drauf eingehen. Ich wollte das nur mal am Rande erwähnen. Da finde ich ja lesbische Religionslehrerin noch spannender als das. Weißt du, wenn man das so sagt, lesbische Religionslehrerin, da werden natürlich erstmal die Augen feucht. Denkst du dir, oh Mensch, juhu. Aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann... Naja, boah, das war eine alte Kratze. So, wir wollen aber heute nur noch positive Themen behandeln, wie zum Beispiel HIV. Nein, wie, weiß ich gar nicht. Was gibt's denn für positive Themen? Habt ihr positive Themen, die ihr vorschlagen könnt, die ihr gerne mal hören würdet im Let's Play? Das wäre mal ganz spannend, ganz furchtbar interessant, weil ich muss auch mal gucken, was man so für Themen nimmt. Ich habe noch so 1000 Sachen. Inzwischen weiß ich aber schon gar nicht mehr, was ich überhaupt schon mal gesagt habe und was nicht. Weil wir ja inzwischen schon so viel hatten. Das wird langsam schwer, das zu differenzieren. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ich schon die Geschichte erzählt habe, wie ich einmal... Was kann ich da mal sagen? Boah, jetzt muss ich mal was ausdenken. Wie ich einmal die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen habe. Im Alleingang natürlich. So, wenn ich jetzt sage, bei den Paralympics, weißt du, dann kommt gleich wieder einer mit erhobenem Zeigefinger. Hatte ich jetzt übrigens auch wieder einen. Hey, bleib bei positiven Kommentaren. Ja, aber da hatte ich jetzt einen, der hat mich doch gebeten. Was war denn das? Irgendwo habe ich irgendwas über irgendeine Randgruppe gesagt und das fände er ja gar nicht gut. Ich glaube, das war das mit den Christen, dass man das ja nicht machen soll und dann noch irgendwas anderes. Irgendwas mit... Ach nee, das war bei Skyrim. Bei Skyrim von Waititi habe ich doch hier, ne, RL, pipapo. Und dann habe ich doch gesagt, hier, der türkische Gandalf, ist das Gündülf oder was? Und da hat sich einer tierisch drüber aufgeregt. Und auch darüber, dass ich später dann nochmal irgendwas gesagt habe, wegen, bist du behindert oder so. Irgendwie sowas, weiß ich nicht, was man halt so umgangssprachlich sagt, das haut man so raus. Meint in dem Atemzug natürlich genauso wenig was gegen Behinderte wie, ey, das ist voll schwul. Da meint man ja auch nicht was gegen Schwule, sondern man will damit was ausdrücken. Das ist genauso wie, ey, geil, heißt ja nicht, dass ich mich daran jetzt aufgeile. Das heißt einfach nur, ey, toll. Also wenn man sagt, das ist voll schwul, sagt man, ey, das ist voll toll. Weil schwul kommt nämlich von, er heißt im Englischen gay. Und gay, wenn ihr das mal googeln wollt, heißt, glaube ich, was war denn das Positives hier? Spaß oder fröhlich.
Ne, also gay heißt eigentlich nicht, hier Popo-Liebe, sondern das heißt dann einfach, fröhlich sein. I'm a gay person heißt, ich bin eine fröhliche Person. Ihr seid alle gay. So, kann man sagen. Ist ja so. Natürlich trifft das zu. So, möchte ich nur mal so am Rande bemerken. Und dann gab es halt diesen irgendwie Gündelf-Pipapo. Dann verstehe ich gar nicht. Ja, das kannst du doch nicht sagen. Denn das verunglimpft ja die Türken. Ja, aber dass der Oğuz ein Türke ist und dass es genau darum ging, das sollte man vielleicht schon gerallt haben. Ich habe heute die Show von Bülent Ceylan gesehen, der hat Witze über Schwarze gemacht. Über so einen Schwarzen in der ersten Reihe. Ja, finde ich nicht gut, Bülen. Gute Bülen-Show übrigens, muss man sagen. Gute Special-Effekte, war eine super Bülen-Show. Nee, auf jeden Fall Witze gegen Schwarze, das finde ich nicht gut. Das kannst du nicht bringen, auch nicht auf RTL. Dafür verklage ich dich, weil ich habe nämlich einen ganzen Besenstiel im Arsch und der kneift beim Sitzen. Deswegen muss ich mich damit sowas ins Gespräch bringen. Nee, ich finde es ja gut, wenn Leute da auf sowas aufmerksam machen. Aber gerade dieser deutsche übermotivierte Zeigefinger, der gerne in die Luft geht, da muss man mal ein bisschen sparsam sein. Gut, das habe ich jetzt nicht bedacht. Hier sollte es eigentlich dann rausgehen, ne? So lalalalalala. Vielleicht mache ich das hier gar nicht so billig. Ach, das sind ja wieder die Dinger. So. Erde haben wir natürlich nicht mehr dabei. Ich bin einfach ein Profispieler. Ich bin immer vorbereitet auf die nächsten Schritte. Scheißendreck. So, jetzt nochmal schnell zurück. Irgendwo war hier eine Spinne gerade. Ich weiß aber nicht wo. Ist auch egal. So, die Bücherei haben wir ja auch noch. Die mache ich weiter, sobald ich genug Zuckerrohr gesammelt habe. Da werden wir immer zwischendurch mal hingehen. Erde wollte ich holen. Ich bin überhaupt nicht bei der Sache heute mental. Ich muss mal vorher irgendwie so ein Traubenzucker muss ich mir mal reinwerfen oder sowas. Hier steht ja noch eine kalte Cola übrigens. Leider wieder eine Coke Zero. Oder, das haben wir ja festgestellt, die heißt französisch dann Coke Zero. Oh, Coke Zero. Jetzt müsste natürlich wieder kommen. Hast du was gegen Franzosen? Zumindest gegen Franzosen, die so sprechen. Oh, kredenzen Sie mir mal eine Coke Zero, mein Freund. An die Mon ami. Ich bin kein Franzose, leider. Liebe Damen da draußen, stimmt es eigentlich, dass Franzosen so unglaublich romantisch faszinierende Liebhaber sind? Oder ist es, verhält es sich da so wie mit Paris? Man denkt, es wäre die Stadt der Romantik, aber in Wahrheit ist die Stadt einfach nur dreckig und ekelhaft. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass Franzosen dreckig und ekelhaft sind. Nur Paris ist es, wenn man hier und da hinguckt. So, genau wie Venedig, die schöne Stadt der, wo man so rumjuckeln kann auf dem Wasser und in Wahrheit kannst du aber auch Brustkraulen in der Kloake machen. Hast du genauso viel gewonnen eigentlich. So, jetzt geht's hier raus. Schön, ne? Mach hier nochmal ein bisschen Busch hin. Wie Busch? Hast du was gegen Afrikaner? So, Mugambe. Wapapapapapa, Mugambe. So, wenn Hans Sapai über Mugambe lacht, dann ist das damit schon völlig ausreichend abgeklärt. So, vielleicht muss Bülent Ceylan darüber Witze in seiner Show machen, damit es politisch korrekt ist. So. Aber er ist ja Türke. Ich bin Halbrusse. Ich darf das auch. Ich muss mal ganz dringend den Keller machen.